Player und jetzt ist hier gerade. Oh, ey, setz dich zurück bitte. Aua. Ich musste zurücksetzen wegen Guden, der hat. Ja, hier steht einer auf der falschen Bahn. Ich hab's mitgekriegt. Ja, das ist ein Deutscher, der kennt das nicht so ganz mit. Ich hab Schaden wegen dem Arsch. Ja, der muss jetzt hier wahrscheinlich auch rum. Jetzt muss ich ihn mal frei machen, sonst fährt er mir auch noch drauf. Aua. Da bleibe ich erstmal stehen. Du merkst ja richtig, wie die in der Kurve hier merken, oh, ich muss ja links rüber. Oder wie der andere Spezialist da, oder halt nicht, ne? Die merken halt gar nichts. Europort. Ja, dann fahren wir mal zum Europort. Jetzt ist er weg. Der Junge schiebt vor. Ja, muss er erstmal weggehen. Stoß vor. Ich häng die hier. Guck mal, da ist einer von der DHL. Noch 28 Kilometer. Kein Wunder, dass die Pakete immer zu spät kommen, wenn die hier am Dings rasten. Ja. Geringer Luftdruck. Ich muss aber sagen, es ist angenehm, mal wieder Multiplayer zu spielen. Gerade auch so in so einer kleinen Runde ist nicht so viel Stress. Mit 2-3 Leuten, dann bleibt man problemlos zusammen und so. Wenn ich so überlege, wir sind ja sonst immer mit 10-15 Mann gefahren. Das war teilweise schon so, dass man sich auch mal verloren hat. Dann hatte einer ein Problem und man konnte im Endeffekt gar nichts mehr machen. Ah, hier ist aber gut Verkehr. Jupp. Geht ab. Ich stoße mal ein bisschen vor, bitte. Warte mal, ich fahre doch richtig auf der rechten Seite. Ach, du willst noch vorstoßen? Das wird ein Verkehrsschild. Das war das Halteverbot. Habe ich euch gerade beide überholt oder nur Rocktalks? Also ich stehe hinter Rock. Hä? Ist die Frage, bist du schon weg? Und wenn, wie weit? Dann habe ich euch ja beide undergecuttet. Ja, du hast beide im Kreisverkehr. Ich habe nämlich nur einen LKW gesehen, ne? Ja. Ja, Rock kam halt quasi schon wieder hinter der Insel hervor und ich war noch hinter der Insel. Muss gerade schauen, wo ist denn der Guden? Das hier war übrigens gerade die Stelle, wo wir hier links auf die Landstraße eingebogen sind, ne? Und dann auf die Brücke zugefahren sind. Ich glaube, das war die Stelle, wo Chewie geradeaus durch ist. Ja, wir stehen jetzt hier gerade noch im Europort und lassen ihn jetzt gerade erstmal durch. Ach so. Also ich habe noch 19 Kilometer bis zum Ziel. Ja, da habe ich noch 28. Fahr ja mal geschmeidig die Kurve aus. Ich fahre mal 56 Tempomat. Boah, ist hier gerade. Oh. Da wird wieder scharf gebremst. Aua, ja, da ist mir gerade einer hinten reingebremst. Da kriege ich meinen Verbrauch auf jeden Fall. Ich merk's. 10% Schaden. Aber ich bin hier nicht reingefahren, oder? Vorhin. Aber egal. Hä? Das habe ich aber nicht mitbekommen. Ja gut, doch, okay, vorhin. Ja, da als der Falschfahrer da kam. Ja, das tut mir leid. Nö, braucht nicht. Bist ja nicht schuld dran. Also, ich fahre jetzt nur noch 50, aber ich bin, glaube ich, gleich da. So, gerade kein Verkehr, ziehen wir jetzt hier mal mit Gas um die Kurve rum. Jupp. Aber ist ja eigentlich. Muss aber aufpassen, schlimm. Mich hat's fast aus der Kurve rausgedrückt. Nö, ich hab ja quasi mal den Gang ausgedreht, da ging ja irgendwann nichts mehr von der Beschleunigung und dann war ich entspannt. Ich würde gerne als nächstes nach Polen fahren. Oder halt Ost. Ja. Ostblock. Ostblock. Also Osterweiterung, ne? Heißt das ja jetzt. Irgendwie, also hier in Rotterdam ist gerade übelst Performance-Probleme. Ich glaube aber, das liegt auch daran, dass hier so viel los ist. Ja, daran wird's liegen. Ja, noch geht's, bei mir sind es gerade 10 Leute. Boah, Rock, da ist aber gerade, da bist gerade ein bisschen rübergependelt. Ja, ich fahr gerade in den Ort rein. Da bin ich ein bisschen rübergependelt, ja. Ja, bei mir sind es 2, 4, 6, 8, 9. Aber der hat aber auch scharf geschnitten, du. Nee, also bei mir sah das bei ihm nach einem sauberen Manöver aus, so. Tucke ja mal mit 80 rein. Na, ich lass ein bisschen rollen. Boah, ich hab hier drin nur 15 FPS. Weil hier steht, Achtung, da steht rechts einer. Jo, um den Vorstoß. Boah, ist das grausam. 10 FPS. Da drückt er. Hier ist so voll in Rotterdam, ne? Hast du noch nie gesehen, hier sind bestimmt 100 Trucks. Ich hab gar kein. Ah, 10. Ah, jetzt. Allein hier an der Verkaufsstelle ist so viel los. Ja, also die Liste ist dermaßen voll, da ist schon, da kann ich schon runter scrollen. Ja, doch, scrollen kann man, ja, deutlich. Und vor allem die Synchro-Lags bei mir sind echt krass, also ich habe teilweise halt wirklich so 3-4 Sekunden, dann jetzt gerade einfach Standbild. Jetzt 11 FPS. Ja, ich war gerade kurz runter auf 10 sogar, jetzt habe ich gerade so um die 20.
Ich bin gerade einmal 0. Oh. Aber da kannst du auch nichts machen. Das ist einfach ein Spiel, was mit den ganzen LKWs nicht klarkommt. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es keinen Stau gibt in ETS. Einfach, weil die sonst Dinge tun würden, die Performance ja, gut, aber KI ist ja nicht so schön gerechnet wie die anderen. Hä? Die KI wird doch auch in derselben Qualität dargestellt, oder? Die fahren ja quasi mit den LKWs rum. Da steht ein Guten. Ja, ich park gerade ein. Ich sehe es. Ja, auf welchem Gelände müsst ihr einparken? Wenn ich fragen darf? Gleich hier am Anfang, irgendwo neben dem. Der erste rechts rein. Okay. Also bei der zweiten links und dann die erste rechts. Trailer lösen. Ach, 222 Kilometer, 87 Liter Sprit. Ein bisschen Schaden, leider. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Das ist ja hier ein ganzer Clan, der jetzt hier noch abladen muss. Hatten wir auf jeden Fall recht, dass hier in Rotterdam viel los ist. Das ist immer noch wie früher. Da drückt ein Guten durch meinen Trailer durch. Ja, lass mich doch erstmal wegfahren, bevor du in meine Bucht reinfährst. Vor allem, dass wir genau in die gleiche rein müssen. Ja, hier bei mir müssen auch gerade alle in die gleiche Bucht rein. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal zum Händler. Gut. Ich habe gerade wunderbar eine Kreisbahn beschrieben, aber die Bucht habe ich nicht im Ansatz getroffen. Annehmbar. Tut mir leid. Jo, ist halt so. Alter, hier ist so viel los, ne? Bist du schon draußen? Hier hat jemand eine Yacht, geil. Ich will die Yacht gleich fahren. Boah, man kann die Bucht gar nicht sehen, weil da Leute mit ihren LKWs drinstehen. Ey, Leute, Alter, wie schneidet ihr hier? Mit dem Trailer raus. Was? Man fährt auch nicht hier mit dem Trailer raus. Ja, da standen einfach zwei. Boah, Alter, wie voll ist es hier? Ich habe einfach mal meinen Motor ausgemacht, den rentiert sich gerade eh nicht. Da fährt einer weg. Das rentiert sich nicht, dass er läuft. Nee. Da, der Sprit zu teuer. Das rentiert sich nicht, das kommt dem Guten wahrscheinlich bekannt vor. Ja. Das rentiert sich. Ach, nicht. Wie rentiert sich das? Alter, was ist hier los? Ich bin auf einmal gerade hochgefahren. Das ist halt wie mit elektrischen Seifenspendern, ne? Die rentieren sich auch. Eindeutig. Enorm. Und da zieht einer quer durch, aber jetzt geht's. Du bist bei der Werkstatt, ne? Ja, ich hab's versucht. Gut. Aber hier knubbeln die sich. Um die Werkstatt, ja. Also, ich rase jetzt einfach rein. Ich glaube, jetzt habe ich gerade einen Bug getriggert. Danke, boing. Getriggert hast du den? Ja. Hallo? Da steht ein Guten in der Reparatur und fällt gerade weg. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, ich habe nämlich den Trailer abgekühlt und habe just in diesem Moment hochgeschaltet, also vom Rückwärtsgang in den Neutral. Und jetzt habe ich keinen Sound mehr. Ich habe den Trailer abgekuppelt, der ist auch in der grünen Bucht drin, auch wenn der jetzt nicht gerade toll drin steht. Aber ich kann den Job nicht abschließen. Ich habe, wie gesagt, keinen Sound. Was du nicht aussehen, Chris. Kann es auch so einfach sein, dass das Spiel gerade etwas überfordert ist? Der hat mir gerade eben eine Meldung angezeigt, you can't do that right now. Ah, okay, jetzt habe ich wieder, also im Menü habe ich Sound. Jetzt war ich einmal im Menü, jetzt bin ich wieder zurück, jetzt habe ich immerhin wieder Truck Sound. Jetzt fahre ich nochmal an meinen Trailer ran, mal gucken, ob ich jetzt wieder irgendwas machen kann. Das ist auch so ein Gepiepe hier, ne? Von den ganzen Leuten, die rückwärts fahren. Also ich habe mir schon mehr oder weniger eine favorisierte Fracht ausgesucht. Hast du das? Welche würdest du denn präferieren? Poznan in Polen. Ja, wie Poznan. Gesagt, das Problem, was ich sehe, ich kann meinen Trailer jetzt hier gerade nicht abkuppeln und... Ja, wenn es nicht anders Poznan geht, muss man notfalls abbrechen, ne? Ja, ich habe gerade abgebrochen. Poznan in Polen bei WGCC. Jetzt hat man natürlich gar kein Geld mehr. Hast du den Job auch? Ich meine, da hat man jetzt quasi gerade das, was man sonst verdient hätte, hat man jetzt gerade quasi an Verlust gemacht. Hat sich natürlich gelohnt, dann die Fracht. Ja, vor allen Dingen, weil man das ja auch gefahren ist.
Nach Bots an? Ja. Hast du auch? Nee. Was denn da in der Gegend in Polen? Genf, London, Mannheim, London, Grimsby, Sheffield. Ich gucke mal, ob ich irgendwas im Pott habe, oder dann würde ich einfach im Pott fahren und dann mir da was abholen. Nach Genf könnten wir auch, das hätte ich auch. Genf. Ja, ist auch eine schöne Tour eigentlich. Runter ein bisschen durch Frankreich durch. Das wäre halt bei mir so ein großer 24-Tonnen Raupenbagger, sprich meiner geht damit gar nicht. Bei mir wäre es ebenfalls der Raupenbagger. Bei mir wäre es ein kleiner 8-Tonnen Raupenbagger. Gut, dann fahren wir nach Genf. Dann fahren wir nach Genf. Und anschließend von da aus nach Polen könnten wir. Wenn dann wir Frachten haben, dann könnten wir es machen. Ja. Och nö, nicht wieder dieselbe Ladestelle. Da habe ich jetzt schon Albträume von. Da krieg ich der Albträume von. Ja. Boah, ich mag das Gamepad nicht, das lenkt zu langsam. Ja, das muss man dann immer irgendwo anders einschalten. Hallo, ich meine, auf der Autobahn ist das perfekt. Hallo. Ja. Da steht der hinter der Kurve einer. Hol ich den ab. Dann wahrscheinlich auch guten, oder? Bei Sun? Ja. Ja. Ich nicht, ich hol's bei, was weiß ich, wie das hier heißt, Transinet. Pilz. Oh, das dürfen aber auch über gute 1000, schätze ich mal, sind das bestimmt bis nach Genf, wenn nicht 1100 oder so. Was ein Glück, dass da zwei nebeneinander stehen. Gut, meiner ist im Boden versunken. Der Trailer, den ich bekommen sollte, sollte genau hier stehen. Ich sehe ihn aber nicht. Hä? Wo bist du denn? Ich sehe dich nicht. Mein Trailer ist nicht da. Ich habe keinen Trailer. Da muss ich jetzt wohl auch kündigen. Aber wo bist denn du? Also ich habe mich gerade nochmal zurückgesetzt. Ich sehe nur TNT Lockhunter. War knapp. Der hat einen Raupenbagger aufgeladen und ich habe einen Raupenbagger aufgeladen. Oh nice, dann hat der wahrscheinlich meinen. Multi. Aber bei mir war der auf der Karte markiert, also da wo du Admin teleported you. Danke. Okay, und jetzt habe ich ganz andere Fahrten und komme nicht mehr nach Genf. Ich muss jetzt erstmal schauen. Und bei mir sind auf einmal keine Orte mehr freigeschaltet. Okay. Frachtmarkt. Ja gut, ich würde sagen, zumindest bei mir eine etwas kürzere Folge und ich werde mal mein Spiel neu starten. Dann würde ich sagen, ciao Leute. Tschüss bei Gudeln.